Ja, einen schönen guten Abend zu unserem heutigen Webinarprogramm. Kommt wie gerufen, flexibler Busverkehr auf dem Land heißt das Thema des heutigen Abends. Zu Gast ist Michael Euringer aus Scheiern, den ich gleich noch näher vorstelle und der auch gleich das Wort bekommt. Erfahrungsgemäß trudeln ja immer noch ein paar Leute so in den ein, zwei Minuten nach 18 Uhr ein oder nach Beginn ein. Deswegen nutze ich die Gelegenheit noch als Vorband sozusagen kurz zu sagen, warum wir das heutige Thema ausgewählt haben und warum uns heute mit ausgerechnet mit dem VG Flexi aus den Scheiern beschäftigen. Denn es gibt ja in ganz Bayern verschiedene On-Demand Angebote im ÖPNV, ja, die so nach und nach installiert werden, auch ÖPNV, also auch On-Demand-Angebote, die nicht Bestandteil des ÖPNV, des örtlichen ÖPNV-Systems sind. Da gibt es eine breite Palette an verschiedenen Angeboten in ganz Bayern. Wir haben uns auch schon einmal in meinem Webinar-Programm beschäftigt mit dem Thema On-Demand. Das war nämlich das Thema oder das Angebot Flex ohne i im Landkreis München, das zufälligerweise mein Landkreis ist, in dem ich auch Kreisrat bin. Und dort ist ja auch letzten Oktober, genauso wie in Scheiern, ein neues On-Demand-Angebot vom Stapel gelaufen und läuft ebenfalls gut an. Das haben wir uns ja schon näher angeschaut mit interessanten Referierenden. Interessanten Inputs von den Referierenden vom MVV und vom Landratsamt München, was sehr interessant war. Und da haben wir im Nachgang, wir hatten so ähnlich wie heute sehr, sehr viele TeilnehmerInnen und Interessierte und im Nachgang auch etliches an Kommunikation und Nachfragen gehabt und viele haben gesagt, ja, das ist halt jetzt der teure oder ein teures System, das sich vielleicht der Landkreis München leisten konnte. Das ist halt der größte Landkreis in Bayern mit relativ gut ausgestattetem Kreishaushalt und mit dem leistungsstarken MVV, was halt jetzt ja einer der großen Verkehrsverbünde in Bayern ist. Ja, da geht es vielleicht, aber bei uns auf dem Land, da geht es nicht oder wäre das ja sehr viel schwieriger. Das haben wir so öfter mal zurückgehabt und haben gedacht, naja, also dieses Angebot in der von Flexi in Scheiern, das ist ja auch sehr gut gestartet und das ist jetzt zwar nicht richtig Land, da gibt es in Bayern noch ländlichere Regionen als Scheiern im Landkreis Pfaffenhofen. Das ist ja auch noch der ja so zwischen den Ballungsräumen München und Ingolstadt gelegen. Aber es ist doch jetzt eben nicht im Landkreis München und nicht im engeren Speckgürtel von München. Und es funktioniert auch sehr gut. Und deswegen auch schauen wir uns doch mal so ein System an. Also das war jetzt der Hergang sozusagen, warum wir uns jetzt wieder mit einem On-Demand-System beschäftigen, aber mit ein bisschen einem anderen, auch mit der anderen Genese und der anderen Technik und der anderen Dimensionierung. Und ich bin schon seit längerer Zeit eben mit Michael Euringer im Austausch zu dem System in Scheiern, der das ehrenamtlich begleitet. Er ist sozusagen der ehrenamtliche Projektleiter, nicht angestellt beim VGI oder ähnliches. Und er kennt dieses Projekt aber eben von Anfang an und sehr genau. Begleitet es eben mit seiner Expertise und weiß viel darüber zu berichten. Und darum freut es mich sehr, dass du Michael gleich zugesagt hast, dass ich dich gefragt habe, ob wir heute ein Webinar gemeinsam machen. Vielen Dank, dass du da bist und die ich jetzt sofort dir das Wort übergebe. Nochmal ein herzliches Willkommen an die inzwischen groß gewordene Runde, wie ich sehe. Es sind von verschiedenen, ja, interessierten Gruppen Leute da. Sowohl von Fachverbänden wie ProBahn, VCD, Bund Naturschutz, VDV, von verschiedenen anderen Verkehrsverbünden sind VertreterInnen da. Es sind etliche MitarbeiterInnen aus Landratsämtern da, die ja auch eben als zuständige Freiwillige leider, aber als zuständige für den ÖPNV auch diejenigen sind, die dann fachlich damit konfrontiert sind. Und wir haben natürlich sehr, sehr viele KommunalpolitikerInnen, überwiegend von den Grünen heute in der Runde hier, die sich natürlich auch interessieren und ich nehme mal an, schauen wollen, ob man sich da Scheiberl abschneiden kann für die eigene Kommune. Ja, herzlich willkommen heute. Ich bin jetzt sehr gespannt. Jetzt ist 5 nach 6. Ich glaube, jetzt sind alle in den virtuellen Saal gekommen. Und jetzt geht's los mit der Präsentation. Wir haben danach die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu beantworten.
ja, sich Fragen überlegt, also jetzt gleich vielleicht noch nicht, jetzt schauen wir erstmal, was der Michael sagt, aber wenn währenddessen Fragen auftauchen und dann natürlich auch gern danach, schreiben Sie es oder schreibt ihr es bitte in dieses Fragetoolbox, die ihr hier eingeblendet habt, an eurem Bildschirm. Da kann man Fragen hineinstellen, gerne auch kompakt und nicht in epischer Länge, dann ist es leichter für uns zu erfassen, worum es geht. Der Fabian wird das Ganze auswerten. Mein Mitarbeiter Fabian Norden, der das Ganze heute technisch und inhaltlich begleitet, wird die Fragen sortieren, auswerten und die aus unserer Sicht spannendsten gegebenenfalls gebündelt hier einbringen und dem Michael stellen. So, jetzt viel Spaß mit der Präsentation. Herzlich willkommen, Michael. Ja, vielen Dank für die Einladung, Markus und Fabian. Habe euren Webinaren ja schon öfter als Zuhörer gefolgt und dadurch sind wir ja auch zusammengekommen eigentlich bei den verschiedenen Themen. Und ja, ich stelle mir mal kurz vor, also ich bin aus Scheiern, da wo dieser Bus fährt. Ich bin da auch aufgewachsen als Kind und bin da auch nach kurzen beruflichen Zeit, wo ich mal in Stuttgart war, auch hier in der Gegend unterwegs. Als externer Berater beim Ingolstädter Automobilunternehmen im Bereich Entwicklung zentrale Prozesse und Methoden und insofern durchaus mobilitätsinteressiert, aber eben nicht nur für Autos, sondern vor allem auch für den ÖPNV. Und möchte euch mal heute eben erzählen, wie es überhaupt zu unserem Bus gekommen ist, was da so die Voraussetzungen sind bei uns. Ist ja eben, wie schon erwähnt wurde, etwas anders. Es ist eine ganz kleine Gemeinde hier und kein großer Landkreis, wo das eben die Keimzelle war. Und würde jetzt einfach mal anfangen, euch das vorzustellen. Ich schalte jetzt mal um auf die Präsentation, wenn es funktioniert. Ich hoffe, ihr seht das. Ja. Perfekt. Gut, also steigen wir gleich ein. Also hier unten links seht ihr schon mal unseren Flexi. Also es ist tatsächlich nur ein Bus, der hier rumfährt. Das ist ja auch eine kleine Gemeinde. Und wo sind wir überhaupt und wo kann man uns einordnen? Das Ganze befindet sich im Landkreis Pfaffenhofen. Das ist so sehr nah an Ingolstadt, aber die Gemeinde Scheiern ist sozusagen ja, so am südlichsten Ende, so in der Mitte zwischen München und Ingolstadt, beziehungsweise Augsburg und Landshut. Und ja, was waren denn so die Voraussetzungen bei uns? Also so grundsätzlich ist bei uns etwas, war, denke ich, ungewöhnlich. Bei uns im Landkreis ist es nicht so, dass der Landkreis bisher den ÖPNV bestellt hat, sondern bei uns haben das alle Kommunen einzeln gemacht, was natürlich zur Folge hatte, dass nicht allzu viele Busse fahren und die fahren, nicht so wirklich aufeinander abgestimmt sind. Der ganze Landkreis, das ist ja schon mal ein Vorteil für uns, gehört aber seit, weiß ich nicht, seit 3, 4 Jahren zu einem Verbund, nämlich zum VGI, also Verkehrsgemeinschaft Ingolstadt. Verkehrsraum, jetzt kriege ich gleich hin, VGI Ingolstadt. Bei uns hatte das zur Auswirkung, dass wir so im nördlichen Landkreis eine wirklich sehr gute Anbindung an Ingolstadt haben, weil früher war der VGI nicht der VGI, sondern der INVG, die Ingolstädter Verkehrsgesellschaft. Und da ist ein relativ gutes Busangebot da. In der südlichen Hälfte unseres Landkreises gibt es noch so eine besondere Insel, nämlich Pfaffenhofen an der Ilm selber. Das ist vielleicht schon einem oder anderen mal über den Weg gelaufen. Die haben einen kostenlosen Stadtbus, wirklich auch extrem tolle Geschichte. Aber das endet halt auch an der Stadtgrenze von Pfaffenhofen und wir sind die angrenzende Gemeinde in Scheiern. Was man auch noch wissen sollte, ist, wir sind so ein richtiger, ein typischer PKW-Landkreis. Also wir haben mehr Fahrzeuge als Einwohner bei uns angemeldet. Und haben auch konstant über die letzten Jahre jedes Jahr ziemlich genau 2% zugelegt im Fahrzeugbestand. Und das hat auch bis letztes Jahr sich noch nicht geändert. Und das war also diese relativ schlechte Busanbindung und auch dieses ständige Wachstum vom Pkw-Bestand war eigentlich so unser Ansporn, da irgendwas zu tun. Die Gemeinde Scheiern selber, seht ihr jetzt hier, die ist, hat einen Hauptort, nämlich Scheiern. Der hat so 2500 Einwohner und hat relativ viele kleine Gemeindeteile, 35 Gemeindeteile außenrum, die nochmal ähnlich viele Einwohner haben. Und bei uns im Gemeindegebiet gibt es eine Buslinie, die hier durchfährt, von West nach Ost, also von ja, also Richtung Pfaffenhofen uns anbindet. Und dann gibt es noch so eine Linie, die Richtung Süden einmal am Tag fährt für, ja, das sind echt Schüler.
Was man wissen muss, ist bei uns, Anbindung heißt halt, wir haben halt von Montag bis Freitag, jetzt mal ohne die reinen Schulbusse, 4 Busanbindungen in unserer nächstgrößeren Stadt. Und Samstag und Sonntag fahren grundsätzlich bei uns gar keine Busse. Diese 4 Busse, die da fahren, das sind auch Schülerbusse, aber die fahren halt in den Ferien. Also da können halt normale Leute auch mitfahren und die fahren aber in den Ferien eben auch, selbst wenn eben keine Schule ist. Unser Gemeindegebiet ist in sich nochmal leider auch noch aufgeteilt in 3 Tarifzonen, was relativ unpraktisch ist für uns. Das heißt, unsere Fahrtkosten nach Standardtarif werden halt auch relativ schnell relativ teuer, dadurch, dass das pro Tarifzone was kostet. Also ein Beispiel wäre jetzt hier so eine kurze Strecke wie so ein kleiner Ort, der ist oben in der Mitte Fied, nach Pfaffenhofen. Das sind 4,5 Kilometer, kostet eben hin und zurück 9,40 €. Und ja, bei den Buszeiten und bei den Preisen ist natürlich der Bus jetzt nicht so wahnsinnig gut besetzt, der Linienbus. Und wir haben jetzt da versucht, eben was dran zu ändern. Und bei der Recherche dazu bin ich drauf gestoßen und wollte das mal kurz zeigen, falls es anderen so geht wie mir, die das gar nicht kannten. Es gibt tatsächlich ein bayerisches ÖPNV-Gesetz, in dem eigentlich drin steht, dass ÖPNV wirklich als vollwertige Alternative zum motorisierten Individualverkehr im kompletten Staatsgebiet zur Verfügung stehen sollte. Und wir haben uns gedacht, wir setzen jetzt dieses Gesetz um und fangen mal in Scheiern an, in der Hoffnung, dass wir zeigen können, dass wenn es in so einer kleinen Kommune wie Scheiern geht, dann auch in anderen Kommunen geht, weil bisher kannte man eben diese Busse wie wir, die haben eben eher aus Städten oder sagen wir größeren Kommunen. Das ist jetzt etwas überladen, ich weiß, aber ich wollte mal unsere Historie aufschreiben. Wie kam es dazu überhaupt? Wir haben 2015, 2016 wurde in der Gemeinde Scheiern ein Klimaschutzkonzept erarbeitet unter Bürgerbeteiligung und da war ich halt einer der beteiligten Bürger. Da habe ich mich gar nicht so sehr um das Busthema gekümmert, sondern auch um andere. Und ein großer, wichtiger Punkt in dem Klimaschutzkonzept war die Einstellung eines Klimaschutzmanagers. Und als der dann 2019 im Februar eingestellt wurde, ging es auch wirklich rapide sofort los mit dem Thema, mit dem Busanbindung. Und zwar wollten wir ursprünglich einerseits mehr Linienbusse haben und andererseits einen Bürgerbus einführen, wie man das schon so aus anderen Gemeinden kennt, mit Ehrenamtlichen, die da fahren. Wir haben dann allerdings bei so einer Versammlung festgestellt, dass wir inklusive mir nur 6 ehrenamtliche Fahrer gewesen wären und da wäre überhaupt kein attraktives Angebot rausgekommen für unsere Bürger. Und hatten dann eine Idee von einem Anwesen eben mit aufgeschnappt und weiterverfolgt, nämlich das Ganze in ein Ride-Pooling-Bus-Konzept umzuwandeln, was das ist und wie das läuft, werde ich später erklären. Wir haben dann ja, verschiedene Umfragen gemacht, was brauchen denn die Leute, wo wollen sie denn überhaupt hinfahren und haben dann dadurch, dass wir zwischendurch auch mal krankheitsbedingt unseren Klimaschutzmanager ein paar Monate nicht hatten, dann ein Jahr gebraucht, bis wir unser Buskonzept fertig hatten. Als wir es fertig hatten, haben wir das Ganze dann auch dem VGI vorgestellt, weil wir das eigentlich dringend notwendig fanden, das Ganze auch in dem Verkehrsverbund zusammen durchzuziehen, weil ÖPNV-Integration, denke ich, ein entscheidender Faktor bei diesem Ride-Pooling ist, in Abgrenzung zu Themen wie Uber oder ähnlichem. Und haben da im ersten Anlauf ja nicht so viel Begeisterung bekommen. Sind dann auch im Anschluss, ein paar Monate später, bei uns im Gemeinderat im ersten Anlauf mal gescheitert mit dem ganzen Thema, weil nämlich in der Zwischenzeit auch der Landkreis Pfaffenhofen begonnen hatte, ein Mobilitätskonzept zu erarbeiten und natürlich einige der Meinung waren, da kann man ja mal geschmeidig drauf warten, das sollte ja bald umgesetzt sein, da müssen wir jetzt nichts mehr in Scheiern machen. Und da sind wir sehr hartnäckig geblieben und haben auch so mal viel diskutiert mit den Gemeinderäten, Web-Sessions gemacht. Das war ja hier gerade zur Corona-Zeit. Also ich glaube, ich habe mit jeder politischen Vereinigung in Scheiern hier auch einen Abend lang mal das Ganze vorgestellt, überhaupt mal erklärt, was wir vorhaben und warum das so gut eigentlich zu dem Mobilitätskonzept auch dazu passt und gar nicht im Widerspruch steht. Und im Mai 2021 war es dann soweit, dass der Gemeinderat beschlossen hat, das wirklich als Ride-Pooling-Bus in Scheiern umzusetzen und einen Bus eben anzuschaffen, den wir ja sowieso schon als Bürgerbus kaufen wollten.
Und entsprechend ging es dann mit der eigentlichen richtigen Arbeit auch los. Wir haben dann einen Verkehrsvertrag erarbeitet, wir haben die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet, wir haben diesen Biogasbus, den wir ursprünglich eben beantragt hatten, auch gekauft. War gar nicht so einfach dann, weil inzwischen sind ja 2 Jahre rum gewesen, der wurde dann gar nicht mehr hergestellt, genau der, den wir gefördert bekommen hätten. Haben die Softwareauswahl gemacht und haben uns ein Marketingkonzept überlegt. Und im November 21 ist für uns dann, also für uns Gemeinde Scheiern relativ überraschend, der VGI dann auf uns zugekommen, die nämlich in der Zwischenzeit eine ziemlich coole Förderung vom Bund bekommen haben. Vielleicht hat das auch schon mal jemand gehört. Das ist das VGI New Mind Projekt. Und in dem Zuge noch innovative Pilotprojekte gesucht haben, die dort mit in dem Projekt eben mit aufgehen könnten. Und ja, da sind wir eben dann entsprechend mit dem VGI dann Gott sei Dank doch noch zusammengekommen. Wir hatten ja in der Zwischenzeit auch schon so Themen wie ja, eine Namenswahl mit Preisen und so weiter als Marketing gemacht. Das heißt, wir hatten schon die ersten Presseartikel draußen unter dem Begriff Flexi, also Flex SY. SY ist so eine Kürzel für Scheiern. Und haben dann aber eben dann relativ kurzfristig das Ganze nochmal umbenannt, eben in VGI Flexi, weil im VGI-Gebiet nicht nur der in Scheiern, dieser Rufbus, unterwegs ist inzwischen, sondern es noch weitere Gemeinden gibt, in denen auch so ein Flexi fährt, nach, mit gleichem Schema wie in Scheiern. Ab Mai 2022 bis Oktober haben wir dann diverseste Marketingaktionen durchgeführt, also Bürgerfest, Gewerbeschau, Seniorennachmittag und so weiter, einfach weil wir gemerkt haben, wir wollen unbedingt mit den Leuten ins Gespräch kommen und die mussten dann erstmal erklären, was es ist. Und seit Oktober fährt er jetzt. So, was ist jetzt so ein, was ist eigentlich das Konzept dahinter? Also es gibt ja vom Linienverkehr bis zum Taxiverkehr relativ viele Abstufungen, was man da an unterschiedlichen Bedienformen machen kann. Also es gibt halt so einen Bedarfslinienbetrieb, das ist so der klassische On-Demand-Linienverkehr, der halt von Haltestelle zu Haltestelle fährt. Man muss sich anmelden, aber funktioniert ansonsten genau wie ein Linienverkehr. Und was wir eben machen wollten, ist ein relativ freier Verkehr, also ein Flächenbetrieb, wo man zwar auch Haltestellen hat, wo man aber eben nicht an einen Fahrplan gebunden ist, sondern das also explizit miteinander bündeln kann, die verschiedenen Fahrten von verschiedenen Bürgern. Warum genau hier? Also wir wollten halt so nah wie möglich an den Taxiverkehr heran, was aber immer noch als Linienverkehr zählt. Und das ist praktisch dieser Flächenbetrieb 1, der zählt als Linienverkehr und kann auch entsprechend genehmigt werden. Und das hier ist eine Folie aus dem Paper von Agora Verkehrswende, ziemlich gut, kann ich sehr empfehlen, wo mal erklärt wird, Unterschied Ride-Hailing, Ride-Pooling und Ride-Sharing. Ride-Hailing ist sozusagen das, was so Uber und Ähnliches macht, also so ähnlich wie ein Taxi rumzufahren, gewinnorientiert. Ride-Sharing wäre, wenn ich privat anbiete, andere mitzunehmen und das softwaremäßig unterstützt wird, zum Beispiel BlaBlaCar. Auch eine coole Geschichte, funktioniert aber eben eher besser in zwischen großen Städten. Und was wir machen, ist ein ÖPNV-orientiertes Ride-Pooling. Das ist inzwischen, Gott sei Dank, auch während wir unser Projekt entwickelt haben, ganz offiziell ins Personenbeförderungsgesetz aufgenommen worden. Eine ganz große Verbesserung und man kann das jetzt ganz offiziell genehmigen lassen, nicht mehr als irgendwelcher Testbetrieb oder ähnliches, sondern ganz normal. Und unser Ride-Pooling, was wir fahren, ist genehmigt als Linienbedarfsverkehr. Ich wollte das deswegen rüberbringen. Es klingt so danach, als wäre es liniengebunden, aber Linienbedarfsverkehr heißt eben nicht automatisch, dass wir liniengebunden fahren, sondern wir fahren explizit nicht liniengebunden, aber es gilt trotzdem als Linienverkehr im Sinne von Förderungen und ÖPNV-Zuweisungen. So, und wie funktioniert jetzt das, wenn ich mit so einem Bus in Scheiern fahren möchte? Also ich kann seine Fahrt buchen, entweder per App oder ich kann auch an der Telefonzentrale anrufen. Wir haben inzwischen auch eine Webseite, über die man buchen kann. Und der Bus selber fährt von Montag bis Sonntag, von wirklich morgens 5:30 Uhr früh bis abends, unter der Woche 21 Uhr und am Wochenende eben sogar nachts. Der Bus fährt im kompletten Gemeindegebiet und auch in anliegende Orte, also so die größeren Hauptorte der anliegenden Gemeinden. Ja, und wenn ich das gebucht habe, den Bus, dann bekomme ich eine
eben sozusagen habe ich meine Uhrzeit gebucht und kurz vorher kann ich dann in der App sehen, wo der Bus gerade fährt und kriege die Info, wann er denn genau an dem gewünschten Ort ankommt. Ich gehe dann zur Haltestelle, steige ein. Meistens sitzen schon andere Mitfahrer drin, die auch irgendwo in eine ähnliche Richtung möchten. Und ab und zu steigen eben auch noch weitere zu, die in eine ähnliche Richtung fahren. Im Hintergrund gibt es dazu natürlich verschiedenste Dinge, die dafür laufen müssen. Also jetzt mal ein Beispiel von Yoki. Das war die Software, die wir uns ursprünglich ausgesucht hatten. Wir machen das Ganze jetzt mit einer anderen Software, nämlich Padam, weil das einfach im VGI so gesetzt war. Man hat da einerseits eine App auf seinem Handy, mit dem man das Ganze buchen kann. Der Fahrer im Bus hat ein Tablet, auf dem auch eine entsprechende App läuft, wo er sieht, welche Fahrgäste muss er denn wo einladen und auch er hat gleich eine Navigation dabei. Ihm wird angezeigt, ob die noch zahlen müssen oder bereits vorher gezahlt haben, wo er da was kassieren muss. Dann gibt es in der Zentrale ein Operator-Tool, wo praktisch die telefonischen Anrufe entgegengenommen werden und die auch gebucht werden können und wo der Operator sehen kann, wo im Moment eigentlich die Busse unterwegs sind. Also bei uns ist diese Telefonzentrale beim VGI platziert. Da kann man sozusagen rund um die Uhr anrufen und dort auch Fahrtwünsche absetzen. Und natürlich gibt es im Hintergrund ein intelligentes Backend, was eben genau diese Routen zu möglichst sinnvoll zusammenbündelt, sodass dieser Bus mit möglichst wenig Umwegen möglichst viele Personen transportieren kann. Und was auch ganz wichtig ist, ist natürlich gerade bei diesen Ride-Pooling-Geschichten, dass man ein sehr gutes Reporting auch hinbekommt, um seinen Fahrbetrieb eben einerseits auswerten zu können und dann eben auch sukzessive optimieren zu können. Da denke ich, da kann man noch ein bisschen dranbleiben, das weiter zu optimieren. Wenn später jemand mal anschauen möchte, hier wäre noch ein kleines Video verlinkt, auch dass das ein bisschen genauer erklärt, wie das überhaupt funktioniert, eben am Beispiel Yoki. Das schauen wir uns jetzt aber nicht an, sondern stattdessen gehe ich mal weiter. Jetzt geht es mal ums Thema Kosten. Wie ich ja gesagt hatte, war es so, dass wir eben verschiedene Fördermöglichkeiten eben abgeklopft haben. Also einerseits haben wir unseren Bus gekauft und diesen Bus haben wir beantragt, dass der gefördert wird über ein EU-LEADER-Programm. Wir haben da 50% der Anschaffungskosten, sowohl vom Bus als auch anderen Dingen, die am Bus gemacht werden müssen. Zum Beispiel die Umrüstung für Rollstuhlfahrer ist da auch mit gefördert. Hätten wir die Software selber gekauft und hätten wir das Marketing alles selber gemacht, dann wäre das auch entsprechend gefördert gewesen. Das ist jetzt aber eben über unseren Verkehrsverbund gelaufen, den VGI. Und was es in Bayern gibt und was wir ursprünglich geplant hatten und was jedem von euch auch offen steht, das ist eine Förderung vom bayerischen Staat für solche Bedienformen auf dem Land, die besagt, wenn ich ein Betriebskostendefizit erzeuge und solche ÖPNV-Busse haben natürlich immer irgendein Defizit, dann ist es so, dass degressiv diese Betriebskosten auch voranteilig vom bayerischen Staat bezuschusst werden. Von Beginn an 65% im ersten Jahr sinkt es dann jährlich ab auf den Wert von 35% ab dem fünften Jahr. Und das kann dann, wenn man bestimmte Bedingungen erfüllt, auch dauerhaft gefördert werden. Was es zusätzlich gibt, ganz grundsätzlich, sind ÖPNV-Zuweisungen. Die sind aber so unterschiedlich hoch. Also ich habe mir die mal von Landkreis Pfaffenhofen eben geben lassen, dass man das nicht so richtig eindeutig einplanen kann. Die schwanken da in Pfaffenhofen im Laufe von 3 Jahren zwischen 20% und ich glaube 45%. Ich weiß aber überhaupt nicht, ob das repräsentativ ist oder nicht. Da müsste man, wenn ihr sowas Ähnliches umsetzen wollt, mal bei eurem Landratsamt mal nachfragen, was da für Erfahrungswerte da sind. Was auch dabei ist bei diesem Thema, bei dieser Förderung, sind nochmal zusätzlich 10.000 Euro Festbetrag als Zuschuss fürs Marketing, weil man eben erkannt hat, dass es auch wichtig ist, so einen Bus nicht nur hinzustellen, sondern auch entsprechend vollzukriegen. Finde ich sehr gut, ist eben seit der letzten Änderung mit dabei. Grundsätzlich gibt es dann so ein paar Haken und Ösen noch in diesem Förderprogramm, aber ich glaube, das haben die meisten Förderprogramme so an sich. Wenn es jemand interessiert, kann ich euch da gerne noch mehr erläutern mal. So, was sind jetzt die Highlights unseres Busses? Unser Bus fährt CO2-neutral. Wir haben uns nämlich entschieden für einen Biogasbus. Der fährt mit Biogas aus Pfaffenhofen. Es fährt on demand, das heißt, der fährt auch wirklich nur, wenn
Fahrgäste da sind und sich angemeldet haben, also keine Geisterbusse. Wir haben sind sowohl für Rollstuhlfahrer vorbereitet und wird auch von denen genutzt. Und wir haben an die Familien gedacht und haben immer einen großen Kindersitz und zwei Sitzerhöhungen dabei, sodass sich jederzeit als Familie da mitfahren kann und sich meine Kinder gesichert sind. Wir haben eine sehr geringe Fußläufigkeit. Also von jedem Gebäude bei uns im Gemeindegebiet habe ich eine maximale Wegstrecke von 300 Metern zu Fuß bis zu einer Bushaltestelle. Das haben wir erreicht, indem wir zusätzliche Haltestellen eingerichtet haben. Da zeige ich ja nachher noch was. Und erreichen damit eine Erschließung von unserem Gemeindegebiet von 100%. Rein auf Basis unserer Linienverkehre hätten wir heute eine offizielle Erschließung von 0%, weil ich die erst an dem Ort habe, wenn ich mindestens 6 Busse am Tag habe. Und mit dem Mobilitätskonzept unseres Landkreises ist geplant, das auf Basis der Linienbusse auf 49% zu erhöhen. Aber ohne unseren Flexi hätten wir eben immer noch die Hälfte unseres Gemeindegebiets und unsere Gemeindebürger nicht erschlossen. Deswegen ergänzt sich das auch sehr gut. Ja, wie läuft's? In einem Wort, fantastisch. Also wir sind da weit über unseren eigenen Erwartungen auch gelandet. Im Anlauf sozusagen auf das ganze Thema hatten wir auch verschiedene Verkehrsberatungsunternehmen, die uns da unterstützt haben und haben von denen auch verschiedene Prognosen bekommen für unseren Bus. Und die lagen in der Range von 35 bis knapp 100 Fahrgästen pro Woche, die uns prognostiziert waren. Wo ich mir schon immer die Frage gestellt habe, sind da die Kosten vertretbar dann oder nicht? Aber die Realität hat dann gezeigt, dass wir ganz, ganz andere Fahrgastzahlen jetzt haben. Also wir sind so mit circa 400 gestartet, waren dann recht schnell bei 500 und sind jetzt inzwischen bei 600 Personen pro Woche angekommen. Und das Ganze eben mit einem einzigen Bus, der 7 Sitzplätze hat. Also das ist schon so massiv, dass wir eben auch häufig ausgebucht sind. Wir haben da eben, wie vorher mal erwähnt, auch eine Umfrage gemacht. Wollte ich nur kurz zeigen. Also in der Umfrage kam so raus, dass wir hauptsächlich zu den Pendlerzeiten gefragt wären und in den Abendstunden eigentlich keinen Bus benötigen unter der Woche von Montag bis Donnerstag. Darum haben wir auch zunächst mal unsere Fahrzeiten unter der Woche haben dem Ganzen nicht ganz getraut, haben das dann bis 21 Uhr erweitert. Und unsere tatsächlichen Fahrzeiten, das ist jetzt etwas verwirrend, schauen nochmal folgendermaßen aus. Das Blaue unten sind unsere Sonn- und Feiertage. Da ist tatsächlich nicht so viel los. Also kann man auch relativ spontan noch einen Bus buchen. Orange und Hellblau, das sind unsere Freitage und Samstage, wo wir bis 2 Uhr nachts fahren, wo man sieht, auch in der Nacht wird der wirklich noch genutzt. Und zwar auf alle Fälle stärker als irgendwie Sonntagabends oder Sonntagvormittags. Und was uns ziemlich aus den Socken kaut hat, ist die Nutzung ebenso unter der Woche nachmittags ist so massiv, dass man bei uns spontan keinen Bus buchen kann. Man muss den eigentlich immer einen Tag vorher oder besser 2 bis 3 Tage vorher buchen, wenn man zu einer bestimmten Uhrzeit genau fahren will und selber nicht so flexibel ist. Und die größten Spitzen haben wir eben wirklich in der halben Stunde zwischen 20:30 Uhr und 21 Uhr kurz vor Betriebsende, wo alle nochmal versuchen, mit dem Bus wieder aus Pfaffenhofen nach Scheiern zurückzukommen. Und da ist er dann auch durchgängig rappelvoll, also auf dem letzten Platz besetzt. Und Moment. Und warum ich das zeige, ist, ich wollte euch bloß rüberbringen, Planung ist das eine, Umfragen ist was anderes, aber am besten ist immer das zu messen und ein genaues Auge auf die Zahlen zu haben. Und genau das ist eine Stärke von diesem Ride-Pooling-Bus, dass man eben dadurch, dass das alles über Apps und so weiter und Buchungen läuft, sind eben alle Daten vorhanden und können auch entsprechend ausgewertet werden. Und das bewirkt jetzt auch wirklich bei uns was. Also wir sind gerade dabei, unsere Bedienzeiten zu ändern. Also sonntags, vormittags und abends etwas kürzer zu fahren und dafür von Montag bis donnerstags abends etwas länger zu fahren. Und so sollte man, glaube ich, so ein System auch immer weiter optimieren. In der Umfrage hatten wir auch das Thema Bediengebiet. Also das heißt, wo soll denn unser Bus überhaupt rumfahren? Da haben die meisten gesagt, 94% nach Pfaffenhofen, viele haben gesagt im Gemeindegebiet. Und wir haben halt auch noch eine große Strecke hier nach Petershausen. Das wäre unser Anschluss an den MVV, der halt auch für viele Pendler wichtig wäre. Das haben wir jetzt komplett rausgenommen, weil wir damals schon dachten, dass unser Bus wahrscheinlich, also wir waren immer überzeugt, dass der gut benutzt wird. Und wir haben gesagt, wenn unser Bus dann nach Petershausen auch noch fährt, dann ist er so überlastet, dass wir wahrscheinlich die anderen Fahrten nicht stemmen. Und so ist es jetzt auch. Wir warten im Moment drauf, dass unser
Mobilitätskonzept vom Landkreis umgesetzt wird und wollen dann das Thema Anbindung an den MVV auch wieder angehen. So, jetzt bin ich irgendwie rausgesprungen. So, die Haltestellen bei uns schauen so aus, dass wir einerseits eben, wie gesagt, diese Linienbushaltestellen, das sind die blauen, angebunden haben. Dann in lila Haltestellen außerhalb vom Gemeindegebiet, also in Pfaffenhofen vor allem, und dann auch Zughaltestellen angebunden haben. Und im Gemeindegebiet selber haben wir alle Schulbushaltestellen erschlossen, das sind die orangenen, und haben zusätzlich circa 50 neue Haltestellen gemacht, das sind die grünen. Einfach um diese 300 Meter Abstand zu erreichen zu den einzelnen Gebäuden. Wen es interessiert, dem habe ich hier auch so eine Karte hinterlegt. Da kann er sich das dann im Nachgang noch anschauen. Und ich habe mal eine Auswertung jetzt noch mitgebracht, weil die so ein paar Dinge, glaube ich, erklärt oder ja, zumindest unterstreicht, die, glaube ich, wichtig sind, wenn man sowas auf dem Land versucht zu machen, also im Gegensatz eben zu größeren Orten. Wir haben eben mal ausgewertet, was sind denn unsere meistfrequentierten Haltestellen? Und die hauptsächlichen Haltestellen sind bei uns eben Pfaffenhofen Hauptplatz und den Scheiernder Rathausplatz, also so die zentralen Orte. Und ich habe hier mal aufgeführt, auch welche Haltestellen sind denn aktuell wirklich am Linienbus angebunden. Man sieht halt, dass von den erschlossenen 15 Linienbushaltestellen, die es gibt, tatsächlich in der Top 20 nur 5 dabei sind und in der Top 3 eben gar keiner. Das heißt, man sieht ein Stück weit, dass man eventuell auch sagen wir mal, weitere Anforderungen hat als, oder erkennen kann durch den Einsatz von Ride Pooling, wo eigentlich denn noch so die hauptsächlichen Mobilitätsströme eigentlich hingehen würden. Wir haben dann auch mal gemessen, wie viel Prozent der Fahrten gehen denn zwischen den Linienbushaltestellen hin und her. Das sind 5% unserer Fahrgäste. Und wenn man sich jetzt das Diagramm so anschaut, könnte man natürlich auf die Idee kommen, ja super, ich habe hier mit 5 Haltestellen 50% der Fahrtwünsche abgedeckt. Stimmt aber nicht, weil wenn man dann drauf schaut, auf die Fahrt, also auf Start und Ziel einer Fahrt, dann decken diese 5 Haltestellen nur 15% der Fahrgastrouten ab. Das heißt, was man eigentlich erkennen kann, bei uns ist es relativ sternförmig auch. Also die Leute fahren wirklich von den kleinen Haltestellen auch zu attraktiven Orten und fahren von dort auch wieder zurück. Das heißt, unsere Attraktivität von dem Flexi ergibt sich sehr stark aus der vollständigen Abdeckung unseres Gemeindegebiets, weil man eben von egal wo nach egal wo hinkommt für uns. Genau. Damit komme ich eigentlich auch schon zu so einem kleinen Fazit aus unserer Sicht zum Ride Pooling über den VGI Flexi in Scheiern. Er wird wirklich von allen Altersschichten angenommen. Das ist wichtig, weil in solchen Diskussionen wird es oft gesagt, ja, das ist halt, entweder sagt jemand, das ist nur was für alte Leute, die zum Arzt möchten, deswegen muss er nur vormittags fahren, und andere sagen, ja, das wird ja bloß von Schülern benutzt. Keins von beiden stimmt, das ist wirklich querbeet. Wir haben inzwischen in 5 Monaten mit diesem einen Bus über 11.000 Fahrgäste befördert. Dieser Bus bringt tatsächlich hier im Gemeindegebiet die Menschen auch zusammen und ins Gespräch. Also gerade für mich ist das immer faszinierend, wenn ich irgendwo hinkomme und gerade Leute über den Flexi reden. Und da, zum Teil wurde ich auch schon gefragt, ob ich schon mal mitgefahren bin, wenn die nicht wussten, dass ich da involviert war, und haben mir dann ganz begeistert erklärt, wie toll das ist. Das höre ich mir natürlich dann auch immer gern an. Aber auch im Bus ist es so, dass dort wirklich Alt und Jung zusammenkommen und wir da schon, ja, also echt sehr interessante Gespräche hatten, weil einfach verschiedenste Personen, die alle doch recht nah beieinander wohnen, aber sich so wahrscheinlich gar nicht kannten oder viele nicht kannten, viel übereinander erfahren haben. Was wir noch gelernt haben, ist, wir haben etwas ungewöhnlich unseren Bus vergeben. Und zwar war ich ja relativ überzeugt vom zukünftigen Erfolg unseres Busses und habe dann so durchgesetzt, dass wir das Ganze als Flatrate vergeben. Im normalen ÖPNV ist es so, dass es immer eine kilometerabhängige Komponente gibt. Also das heißt, man zahlt einem Busunternehmen für etwas für die Bereitstellung eines Busses plus pro Kilometer, den der halt gefahren wird. Und da wir den Bus selber bereitgestellt haben, haben wir versucht, das Ganze so auszuschreiben, dass es gar keine kilometerabhängige Komponente gibt. Wir haben uns alle möglichen Angebote mal eingeholt und
Wenn man jetzt mal Förderungen außen vor lässt, muss ich sagen, wir haben in dem ersten halben Jahr unseren Bus schon finanziell reinbekommen. Also, dass wir den Bus gekauft haben, hat sich finanziell in Summe schon rentiert. Einfach dadurch, was wir da uns an Kilometerkosten gespart haben, weil wir eben so viele Fahrgäste haben. Und warum ist das wichtig? Ihr habt vielleicht auch mitbekommen, dass manche dieser Angebote gerade, die ähnlich sind, zum Beispiel in Murnau oder in anderen Orten, ein bisschen in Diskussion sind, weil sie ja doch relativ teuer sind. Und das sind alles Angebote, die auch sehr gut genutzt werden. Und mir war halt wichtig, dass wir ein Angebot haben, was dann nicht aufgrund seines Erfolges irgendwann wieder eingestampft wird, weil es irgendwie zu teuer wird, sondern wo wir auch guten Gewissens Werbung dafür machen kann. Und bei uns ist es so, dass wir mit mehr Fahrgästen jetzt nicht mehr Ausgaben haben, sondern eher so ein Stück weit weniger Ausgaben haben. Was auch spannend war, ist, wir haben lange Zeit überlegt, ob wir nicht einen größeren Bus kaufen sollten als so ein 8-Sitzer, nämlich noch so ein 20-Sitzer mal im Auge. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es war perfekt. Also ein größerer Bus hätte für uns keine Vorteile gehabt. Unser Bus ist ganz selten oder eben vor allem eben nur abends da eben limitiert in der Anzahl der Personen, die mitfahren können. Er ist viel häufiger limitiert darin, dass er eben nicht noch mehr Umwege machen kann, um weitere Fahrgäste von anderen Orten mit abzuholen. Also so ein kleiner Bus ist super für auf dem Land draußen, auch weil wir ja auch relativ kleine Straßen fahren und auch relativ nah an die Häuser ranfahren und dadurch eben da auch keine Restriktionen haben, wo wir hinkommen. Ja, und der ÖPNV integrierte Ridepooling, also ganz wichtig ist die Betonung auf ÖPNV integriert, ist aus unserer Sicht eben ideal zur Erschließung ländlicher Regionen. Es ist super als Zubringer zum Linienverkehr, weil ich damit eben diese letzte Meile schaffe. Und wenn man sowas flächendeckend im Einsatz hätte, in vielen, vielen Gemeinden dann auch wirklich von überall nach überall kommen würde. Das stärkt auch unseren ÖPNV auf der Langstrecke. Es ist ein auch cleverer Ersatz für Liniengeisterbusse in Schwachlastzeiten. Also man kann da durchaus auch ohne Komfortverlust Linienbusse streichen, die nicht so sehr angenommen werden und das einfach mit so einem Ridepooling-Bus abdecken. Und es ist halt fantastisch, um das tatsächliche Mobilitätsbedürfnisse mal zu zeigen und aufzudecken und daraus auch wieder zu lernen, wo denn in Zukunft vielleicht ein Linienverkehr nötig wäre. Weil keine Diskussion ist wahrscheinlicher, wenn man so ein Ding einführt, als die Aussage verschiedenster Personen, die sagen, naja, schaut doch mal in euren Linienbus rein, da sitzen ja mal bloß drei Hansel drin, da brauchen wir doch nicht noch einen Bus. Und das hat jetzt sehr gut gezeigt, dass das bei uns auch so war. Wir hatten auch immer sehr wenig Fahrgäste im Linienbus, aber unser Flexibus ist immer voll. Und das verleitet mich jetzt einfach mal zu der Aussage, hinter der ich auch stehe, dass das auch definitiv in deiner Kommune funktionieren wird, wenn ihr schafft, das Ganze eben bei euch umzusetzen und idealerweise mit einem Verkehrsverbund zusammen bei euch. Genau. Und damit bin ich eigentlich durch meinen Vortrag durch. Was wir noch gemacht haben, ist, wir haben einen Imagefilm erstellt, zusammen mit ein paar Statisten aus dem Gemeindegebiet und mit einem ambitionierten Filmer hier aus der Gegend. Und den wollte ich euch noch, bevor wir jetzt in die Fragen einsteigen, noch kurz zeigen und hoffe, dass ich das jetzt technisch auch hinbekomme. Und wechsle hier mal auf Genau. die. Michael, schau in Ruhe nach dem Button. Ich werfe nur kurz einen Zwischenstand von der Fragefront sozusagen. Wir haben schon einige Fragen eingegangen. Ihr könnt gerne noch weitere schreiben, aber es ist schon ein ganz ordentlicher Schwung da, den wir jetzt dann gleich von Fabian sortiert bekommen und hier an dich richten werden. Und eine Frage habe ich dann auch noch. Aber jetzt machen wir erst mal den Film. Okay, danke dir.
Wunderbar. Sehr stark gemacht, der Film. Und sehr stark auch deine Präsentation vorher, Michael. Du hast mich total begeistert. Es war sehr kompakt, hochinformativ. Hast du sehr, sehr gut rübergebracht, finde ich, die ganzen Informationen und auch die Historie, die es dazu gibt. Also herzlichen Dank. Ich glaube, ich kann ich im Namen aller Teilnehmer sagen. Es sind viele, sind auch immer noch alle da. Es wäre wirklich sehr interessant gewesen. Ich glaube, du konntest als selbstständig machen als Nahverkehrsplaner. Da habe ich schon. Er hat schon ein Jobangebot bekommen zwischendurch tatsächlich. Ja, siehst du das doch, da habe ich schon andere gesehen. Ja. Genau, nee, wirklich großes Kompliment für das Produkt, aber auch Kompliment natürlich auch an den VGI und an dich für die Präsentation. Vielen Dank. Also, was wirklich verblüffend ist, das sind diese hohen Nutzungszahlen von Anfang an. Und das bestätigt das, was wir Grüne auch im Landtag und auf in kommunaler Ebene immer sagen. Es muss halt ein Angebot da sein, dann wird es auch genutzt. Und der Hinweis, den man von, auch von der CSU und von anderen oft hört, wir brauchen wir das nicht auf dem Land, wir haben ja alle Auto und unsere Leute brauchen ja keinen ÖPNV, der ist halt einfach falsch. Das sieht man an diesem Beispiel bestens illustriert. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, das ist dein Hinweis, Michael, dass es ein Zubringer sein soll zum Linienverkehr, denn wir haben an einigen Landesteilen auch die Diskussion in Kreistagen, die ja leider freiwillig, aber eben zu, nach dem Bayerischen ÖPNV-Gesetz zuständig sind, die Diskussion, dass man schlecht ausgelastete Linienbusse, die halt nur dreimal am Tag, sage ich zugespitzt, fahren, ersetzen will durch ein On-Demand-Angebot. Und das kann es nicht sein. Also ich meine, auf den Hauptrouten, wo wir viele Leute unterwegs haben, starken motorisierten Individualverkehr auch haben. Da brauchen wir natürlich einen Linienverkehr, der aber halt in der vernünftigen Taktung und in der vernünftigen Preissegment, sodass das ganz interessant ist für die Leute. Und dann gefüttert eben durch die Erschließung in der Fläche, zum Beispiel durch On-Demand-Verkehr. Also das finde ich genau richtig aufgesetzt und aufgezogen, wie ihr das habt. Und vielleicht ergibt ja euer Mobilitätskonzept, das ihr gerade auch arbeitet, auch einen Linienverkehr, einen gut getakteten nach Bettershausen zur S-Bahn. Wer weiß, was da rauskommt. Und da sind ja dann Fachplaner, nehme ich mal an, zugange vom VGI oder externe, je nachdem, die das erarbeiten werden. Meine Frage ist, das ist das mit dem Anrufen. Wenn man immer, es ist gebetsmühlenartig, wenn man auch auf Veranstaltungen sagt, ja, wir haben da eine tolle App, kommt immer der Ruf, ja, aber was ist mit den Leuten, die keine App nutzen können oder wollen? Ich weiß, das gibt's, und das ist berechtigt und man muss grundsätzlich inklusiv denken. Das ist sehr, sehr wichtig, dass alle Leute mitgenommen werden. Trotzdem frage ich mich immer ein bisschen, macht es echt wert, dass man da zum Telefonhörer greift und da anruft und sagt, ich würde gerne in 3 Stunden oder morgen um 4 Uhr fahren. Gibt es das noch? Ja, das gibt es tatsächlich noch. Es ist der kleinere Anteil natürlich unserer Nutzer, aber ich schätze mal so 10 bis 20% haben wir tatsächlich, die das per Telefon machen. Also Okay. in der ältere, also gerne in der älteren Generation ist es einfach so, dass die dort halt anrufen und die kriegen dann ihre Uhrzeit genannt. Für die ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass unsere Busse pünktlich sind. Und da waren wir in der Anfangszeit relativ schlecht, weil wir so überrannt wurden, dass unsere Busse halt dadurch relativ unpünktlich waren. Da muss man echt für die dafür sorgen, weil auf der App kriege ich jederzeit die Information, wo ist der Bus, wann kommt er denn genau. Da kann ich auch wirklich 1 Minute, bevor der Bus kommt, aus dem Haus gehen, weil ich das exakt weiß. Als jemand, der das telefonisch bestellt hat, muss ich mich halt an die Bushaltestelle hinstellen und warten, bis er kommt. Ist halt dann so. Aber es funktioniert. Wir haben da auch überwiegend trotzdem positive Bewertungen. Die nutzen das trotzdem auch weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass die das einmal ausprobieren mit dem Telefon und dann nie wieder, sondern es gibt einfach welche, die machen das per Telefon, Punkt, weil die einfach keine Apps, keine Handys benutzen. Fertig. Gut. Okay, vielen Dank für die Antwort, Michael, auf die Frage. Jetzt Fabian, aber was haben wir denn an Fragen? Vielleicht kannst du ein paar bündeln oder je nachdem. Ja, erstmal auch viel positives Feedback zu Video und den Inhalten vorweg. Und bevor wir zu den spannenden Kostenfragen kommen, da sammeln sich jetzt gerade hinten raus die Fragen dazu, schließe ich gleich mal an die Zubringer zu Linienverkehr oder Bahnhöfen, wie gut das funktioniert, beziehungsweise wie hoch da der Bedarf ist, ob man das weiß, als erste Frage. Als zweite Schülerinnenverkehr am Nachmittag oder mittags, wie da der Bedarf, die Nachfrage ist und genau, wie wichtig das auch für die Jugendlichen dabei ist. Und die dritte Frage richtet sich an
Konflikte mit bestehenden Taxiunternehmen oder wie sind die einbezogen worden oder was ist da vielleicht eine Erfahrung, die man teilen kann? Bitte. Ja, ich versuche es mal in der Reihenfolge, wie du es genannt hattest. Also Zubringer zu unseren, Bahnen und so weiter, haben wir im Moment noch die Problematik, dass unsere Software, die wir jetzt da über ein VGI haben, noch in Entwicklung ist. Das heißt, wir hatten das Beispiel ja vom MVV Flex gesehen, die haben das ja perfekt integriert. Das heißt, bei denen, wenn ich entsprechend buche, dann wird das ja alles mitgedacht. Und da möchte ich natürlich, dass wir irgendwann auch landen, dass ich eine Buchung mache hier und dort ist einfach der normale Zug und so weiter eben mit integriert, sodass ich einfach sagen kann, ich möchte aus einem kleinen Kaff bei Scheiern in ein kleines Kaff bei Würzburg zum Beispiel fahren, weil die auch einen Flex haben. Und dann wird die ganze Route für mich eben gebucht und abgedeckt. Aber da ist noch ein Stück Weg hin. Zweite Frage zu den Schülern. Ist da ein Bedarf da, eine Nachfrage nachmittags? Ja, die ist massiv. Also nachmittags unter der Woche, Montag bis Freitag, da ist dieser Bus einfach voll. Also der ist, muss ich eben, wie gesagt, ein, zwei Tage vorher buchen, wenn ich da auch mal mit rein will. Ist es wichtig für die? Ja, aber es ist nicht nur für die Schüler wichtig, sondern es ist auch für die Eltern bei uns wichtig, weil es ist unheimlich, was wir für Elterntaxis bei uns unterwegs haben. Und ich habe wahnsinnig viele Eltern, die sehr dankbar sind, dass sie jetzt eben nicht mehr ihre Kinder eben zum Sport, zu irgendwelchen Veranstaltungen hinfahren oder Flötenunterricht, sondern die einfach den Bus für sie buchen. Und man sieht als Eltern ja auch, sozusagen, man kann es so machen, dass man auch als Eltern sieht, wo gerade der Bus ist, wo das Kind drin sitzt. Das heißt, man ist da auch informiert drüber. Das ist wichtig. Und man muss immer bedenken, wenn ich meine Tochter zum Beispiel, die fährt zum Turnen mit dem Bus, wenn die nicht mit dem Bus fahren würde, würde ich viermal fahren für eine Fahrt, die sie da hin und zurück macht, weil ich fahre sie erst hin, dann fahre ich leer wieder zurück und dann fahre ich wieder leer hin und hole sie nach dem Turnen wieder ab. Also man spart wahnsinnig viele Kilometer bei uns, einfach dadurch, dass dieser Bus benutzt wird. Weil bei uns ist fast alles Elterntaxi, was hier mit den Kindern so passiert. Ja, apropos Taxi, das war noch die letzte Frage. Da hatte ich einen gehörigen Respekt davor, weil ich im Vorfeld mir auch dachte, ja, das, was wir hier machen, ist natürlich echt schwierig für unsere Taxiunternehmer im Landkreis. Und die wollte ich unbedingt mit einbinden. Und deswegen bin ich frühzeitig, also schon 2019, sind wir auf die zugegangen und haben denen das erklärt, was wir eigentlich vorhatten und haben ihnen auch erklärt, dass sie eigentlich auch unsere Wunschpartner wären, um das mit uns umzusetzen. Das heißt, wir haben die eben mit eingebunden, wir haben die auch explizit nochmal alle aufgefordert, auch Angebote abzugeben für unsere Verkehre, weil das kann sowohl ein Busunternehmer als auch ein Taxiunternehmer machen. Es war am Schluss so, dass es leider ein Taxiunternehmer hat sehr lange gezögert, ob er nicht das abgeben soll oder nicht ein Angebot. Er ist uns leider kurz vor Ziel, sozusagen hat er nicht abgegeben. Aber ich denke, das war halt wichtig, dass es auch einfach um rüberzubringen, das ist jetzt nichts, was dauerhaft beim Busunternehmen sein muss, sondern das kann auch, und ich denke auch, es ist eine sehr gute Zukunftsoption für Taxiunternehmen, sowas zu machen, weil es einfach verdammt gut zu deren Struktur passt mit ihren Fahrern. Die sind ja auch schon darauf eingestellt, in der Nacht zu fahren. Sie haben einen großen Pool typischerweise. Also es passt eigentlich perfekt auch für ein Taxiunternehmen, sowas zu betreiben. Dadurch gab es jetzt auch keinen Widerstand bei uns. Weil sie wussten, sie hätten abgeben können. Wunderbar, danke für die Erläuterungen und die Antworten. Als nächstes, genau, gerade schon angedockt, man weiß, wo die Kinder unterwegs sind. Wie gut sind denn die Ankunftszeiten prognostizierbar, wenn man ja nicht weiß, wer noch alles mit einsteigt? Du hast ja gesagt, es kommt selten vor, aber was passiert, wenn der Bus ausgebucht ist? Gibt es dann da auch entsprechend Beschwerden oder was passiert? Und wie viele Fahrer habt ihr denn oder Fahrerinnen? Dem Schwung belasse ich es mal bitte. Ja, mehr schaffe ich auch nicht mehr zu merken. Ja, mit den Ankunftszeiten ist es so, dass man es eigentlich theoretisch gut berechnen könnte, weil ich ja weiß, wer wann wo abgeholt wird und im Hintergrund auch die Software genau weiß, wo ich langfahren würde und diese Strecken kennt. In der Realität war es bei uns allerdings eben so, dass dadurch, dass wir so überlastet waren, hatten wir keine Puffer mehr und wir hatten vor allem nicht auf dem Schirm gehabt, dass unsere Fahrer tatsächlich untertags auch immer mal wieder tanken fahren müssen, weil wir dachten, so eine Tankfüllung würde einen Tag reichen. Aber wir haben so viele Fahrgäste und so viele Fahrten, dass wir irgendwann zum Tanken müssen. Das kann unsere App leider noch nicht einplanen. Und
Wir müssen natürlich dadurch, dass wir so lang fahren, auch zwischendurch Fahrerwechsel machen. Und diese Fahrerwechsel sorgen eben auch immer für Verspätungen. Wäre das beides jetzt nicht der Fall, trifft man diese Ankunftszeiten recht gut, außer es ist irgendwo ein Unfall, Stau, ähnliches. Aber es klappt eigentlich sonst gut. Wir sind da gerade dran, dass wir eben auch versuchen, das ganz explizit mit einzuplanen, solche Fahrerwechsel und solche Tankstops, um eben in Zukunft da das genauer und zuverlässiger machen zu können. Das denke ich, werden wir noch in den nächsten Monaten optimieren können. Dann, was passiert denn, wenn der Bus ausgebucht ist? Das Schöne an der Software, die wir haben, ist, sie gibt relativ viele Alternativvorschläge. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte um 14 Uhr fahren, dann sagt die App, ja, sorry, um 14 Uhr von da, wo du möchtest, nach da, wo du hin willst, da geht leider gar nichts. Aber um 14:50 Uhr könnte ich dich abholen. Dann kann man das entweder aussuchen oder auch noch, kann man aus 4, 5 Alternativen was raussuchen. Wenn allerdings, ich glaube, der sucht so ungefähr 3 Stunden in die Zukunft oder 2 Stunden. Wenn da nichts ist, dann sagt er halt, ja, sorry, ist ausgebucht, du kannst hier leider nicht buchen und dann kann ich nicht buchen. Also ich muss, wenn ich einen Termin habe, dann muss ich das frühzeitig machen und muss das halt auch eintragen. Also passiert mir persönlich ab und zu auch, wenn ich mal wieder vergesse, meine Tochter rechtzeitig zum Turnen zu buchen, dann bin ich halt doch mal wieder im Auto unterwegs. Also es ist, das wird sicher besser, sobald unser Landkreis das Mobilitätskonzept umgesetzt hat, weil dann haben wir nämlich eine stündliche Busverbindung nach Pfaffenhofen, was wahnsinnig viel Druck von unserem System runternehmen wird, denke ich, womit wir dann deutlich besser das auch in der Fläche noch anbieten können, also dass man da auch ein bisschen spontaner mal buchen kann und nicht immer 3 Tage vorher planen muss. Hattest du noch was gefragt, was ich jetzt vergessen habe? Ja, wie viele Fahrende oder wie viele Ach so, Menschen? wie viele Busfahrer? Ja, bei dem wird über ein Busunternehmen gemacht. Die haben jetzt zwei Vollzeitfahrer für unseren Bus, die da eingesetzt sind, und sie haben noch zusätzlich 3 bis 4 Leute, die das so Teilzeit oder in Aushilfe machen. Das Busunternehmen betreibt auch andere Linienrufbusse und insofern können die da ein bisschen jonglieren auch mit ihren Fahrern. Aber wir haben im Normalfall immer die gleichen Fahrer und das ist halt auch super, weil halt einfach unsere Bürger, die hier mitfahren, dann die Fahrer auch kennen und ja, das ist einfach sehr persönlich bei uns hier, wenn man da mit dem Bus mitfährt. Schon ein anderes Feeling als in einem normalen Linienbus. Ja. Ganz kurz dazwischen, Fabian, wenn ich darf, den Satz, wenn wir dann einen Bus im Stundentakt haben, wird es Druck von unserem System nehmen, hinsichtlich der starken, zu hohen Auslastung. Den muss man schon ganz dick anstreichen im Protokoll. Ja, da sieht man mal, was für Potenzial ÖPNV in relativ ländlichen Räumen hat. Das ist schon der Wahnsinn, ja. Gut, dann habe ich noch einen Schwung und zwar tatsächlich kamen einige Nachfragen zur App, sowohl Backend als auch die Nutzerinnenseite, wie die sich so entwickelt hat, ob es da Startschwierigkeiten gab, ob das quasi auch Teil des Erfolgsfaktors ist. Und dann die angekündigten heiklen Fragen zu den Kosten. Die häufigste Frage, was kostet denn die einzelne Fahrt? Und was kostet denn die Fahrt, also sowohl für die Mitfahrerinnen als auch für die Betreiberstruktur? Und dann aktueller Ausblick, 49-Euro-Ticket. Ist das gültig? Was für Herausforderungen bringt das mit sich? Ja, Startschwierigkeiten, wie zu erwarten ist mit so Apps ja massiv. Am ersten Tag, glaube ich, ab Mittag oder so ging gar nichts mehr. Da haben die Fahrgäste mit dem Handy versucht, unseren Busfahrer zu navigieren und ihm zu sagen, wo er eigentlich hinfahren muss, weil das eigentlich immer abgestürzt ist. Das war aber eine Ausnahme. Es hat sich dann auch relativ schnell eingespielt. Wir haben natürlich diverse Dinge, die in der App nicht so gut funktionieren. Also, was weiß ich, Fehlermeldungen, die noch auf Französisch kommen oder weil das halt von einer französischen Firma eigentlich kommt und sag mal, wo einfach die App ab und zu auch seltsame Dinge macht oder mich nicht buchen lässt, obwohl es eigentlich noch gehen würde, also obwohl eigentlich noch Platz wäre. Man ist da eben an Optimierung und ich denke, an der App muss sich bei uns sowieso auch noch viel ändern, gerade so mit der Integration des Linienverkehrs, dass ich eben nicht nur unseren Flexi buchen kann mit der App, sondern eben auch den Linienverkehr gleich mitgebucht bekomme und Anschluss-Flexi-Verkehre auch gleich noch mitgebucht bekomme. Also da ist schon noch vieles im Fluss. Das wird aber komplett vom VGI eben betreut. Also da
Da liefern wir als Gemeinde, von der Gemeinde Scheiern oder von uns aus einfach nur immer wieder Beispiele, wo etwas schiefläuft und geben das denen zur Analyse in der Hoffnung, dass das dann irgendwann entsprechend behoben wird. Dann zu den Kosten. Wir haben sehr, sehr lange diskutiert, was denn so eine Busfahrt überhaupt kosten darf. Und wir wussten auch selber nicht, was die akzeptieren. Wir wussten bloß, dass der normale Tarif so als Einführungspreis ungeeignet ist und haben uns da darum bemüht, einen eigenen Tarif für On-Demand-Verkehre zu bekommen. Und den gibt es jetzt eben auch ganz offiziell im VGI-Gebiet. Also der ist überall gleich für On-Demand-Verkehre bei uns. Und der beträgt 1,50 € pro Fahrt. Wenn ich eben nur einen solchen Bus benutze, ohne Anschlussmobilität mit irgendwie Bus oder Bahn. Aber die reine Fahrt bei uns in den Bus kostet 1,50 für Erwachsene, für Kinder 1 €. Und ich kann natürlich auch mit diversesten Tickets da mitfahren. Also ich kann mein VGI-Tagesticket kaufen, kann den Bus nutzen. Die Problematik ist bloß, ich kann in Scheiern kein Tagesticket kaufen, weil das bei uns auf dem Dorf halt nicht geht und online wird gerade entwickelt. Aber sobald das mal online kaufbar ist, wird das natürlich noch komfortabler für uns. Es ist auch Bayern-Ticket akzeptiert. Wir wollten ja ursprünglich schon letztes Jahr im Mai starten. Da hätten wir dann auch mit 9-Euro-Ticket gestartet. Dementsprechend wird auch das 49-Euro-Ticket bei uns gültig sein. Das heißt, man kann mit dem dann auch fahren. Was es jetzt bei so einer starken Auslastung wie unser Bus hat, jetzt nicht unbedingt erstmal einfacher macht, muss ich jetzt auch mal dazu sagen. Da bin ich gespannt, was da jetzt passiert. Gut, Dankeschön. Dann habe ich noch zwei praktische Fragen zu meinem Abschluss hier. Die eine ist, was dann passiert, wenn mehrsprachige Teile mitgenommen werden wollen. Also vorhin war ja schon die Rede, dass eine Kindersitzausstattung da ist, aber auch Rollstuhlfahrende mitgenommen werden können. Was passiert, wenn da quasi mehr Bedarf ist und dann die Sitzplätze knapp werden? Und die zweite Frage, wenn die Auslastung und die Nachfrage so hoch ist, wie sieht denn die Perspektive aus, einen zweiten Bus einzusetzen? Damit bin ich mal durch und dann schiebt der Markus noch mit einer weiteren Frage. Danke. Ja, beim Rollstuhl ist es so, ich muss das explizit bei der Buchung mit angeben. Und sobald der gebucht ist, weiß das System, dass da halt natürlich kein weiterer mehr hinten reinpasst. Es ist in Planung, das hoffe ich kommt bald, dass man eben auch die Gepäckstücke mit angibt, also größere Gepäckstücke, sodass dann auch das reserviert ist für einen Fahrgast. Im Moment ist es noch Glückssache, aber ich habe noch keine Beschwerden gehört und ich bin mit diesem Kinderwagen, den man vorher gesehen hat, im Film bin ich auch öfter unterwegs. Ich habe den noch immer reinbekommen, also das klappt schon. So, jetzt habe ich doch wieder die zweite Frage vergessen, sag's mir nochmal. Zweiter Bus, ob es einen zweiten Genau. Bus im Ein Gemeinderat zweiter gibt. Bus, ja. Ich habe damals im Gemeinderat, als es darum ging, ob das jetzt beschlossen werden soll oder nicht, habe ich hoch und heilig versprochen, dass ich niemals mit der Forderung nach einem zweiten Bus kommen werde, sondern wir einfach das so optimal einrichten möchten, dass wir dann die Zeit bis zum Einsatz des Mobilitätskonzeptes des Landkreises Pfaffenhofen überbrücken werden, so gut wir es hinkriegen. Und ich danach davon ausgehe, dass wir mit dem einen Bus auch wirklich zurande kommen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, wenn ich ein gutes Linienbusnetz im Hintergrund habe, dann ist sowas definitiv ausreichend und ein gutes Angebot. Im Moment müssen wir uns halt ein bisschen, ja, durchwursteln, bis das halt soweit ist, aber bin ja froh, dass es entsprechend gut angenommen wird. Absolut, genau. Wir wollen natürlich dich nicht verleiten, dein Versprechen brechen zu Nein, müssen. will ich auch nicht. Genau, sind wir alle gespannt auf das Mobilitätskonzept. Mobilitätskonzepte sind ja für alle Landkreise und kreisfreien Städte natürlich ein goldener Weg. Das habe ich in meinem eigenen Landkreis München auch erlebt, seit wir Nahverkehrspläne haben. Und das ist noch gar nicht so lang, wie man meinen möchte, funktioniert das mit dem Busangebot und dem ÖPNV als Zubringer zur S-Bahn und zur Bahn hier wesentlich besser. Also das sind schon Meilensteine, wenn man einen guten Planer hat und Planerin hat, Planungsbüro hat, das ein gescheites Mobilitätskonzept macht und das dann natürlich auch umsetzt als kommunaler Aufgabenträger. Ja, super. Also vielen Dank für die Beantwortung aller Fragen. Ein letztes noch, das kam ganz, ganz am Schluss noch rein und eigentlich die ideale Schlussfrage. Es ist auch so ein bisschen rhetorisch eigentlich, nämlich wenn man das jetzt noch genauer wissen will, darf man dich dann vielleicht auch kontaktieren oder gibt es da eine Demo, also nicht eine Demonstration, sondern eine Vorführdemo, wo man noch mehr bekommen kann oder darf man dich kontaktieren, darf man bei euch vorbeischauen?
Das ist eine Frage, die gestellt worden ist und vom selben Fragesteller auch, ob das denn als Blaupause in andere Kommunen zu empfehlen ist. Ich glaube, letzteres kann man uneingeschränkt mit Ja beantworten, hast du auch auf der letzten Folie ja schon drauf gehabt, aber kann man dich nur weiter kontaktieren und ich warne dich, Michael, bevor du jetzt vielleicht irgendwie deine Aussage tätigst, der die Referierenden dann unseres Flex-Angebots aus dem Landkreis München, da warst du ja auch selber anwesend und habe sicher nachher kurz geschlossen, die Frau Hellenberg und die Frau Vollpass, die hatten auch zugesagt, dass ich sehr gerne weitere Fragen beantworten. Wahrscheinlich nicht damit rechne, dass hier wirklich viele kommen. Es kamen noch viele. Also das Auditorium hier, zumindest damals, war sehr fragefreudig. Genau, also kann man dich noch kontaktieren im Nachgang. Also man darf mich gerne kontaktieren. Man muss mir dann vielleicht ein bisschen Zeit zugestehen, bis ich mit meiner Antwort dazu komme. Sollte es hoffentlich viel Interesse geben in vielen Kommunen, würde ich mich sogar freuen, wenn man irgendwann mal einen gemeinsamen Workshop mal aufsetzen könnte, um das mal, also mit Leuten, die das wirklich durchziehen wollen und da auch Zeit investieren wollen, vielleicht auch mal einen Workshop aufzieht, um das mal ein bisschen detaillierter durchzusprechen, was so die Knackpunkte sind, wo man darauf achten muss, wo man sich vielleicht auch mal, wenn man möchte, sich ein bisschen die Verträge anschauen könnte, was da so drin steht, was man so alles bedenken muss. Aber das ist ein Angebot, das würde ich dann aber gerne über dich laufen lassen. Also falls du sagst, du kriegst jetzt so viele Anfragen, dass sich sowas rentiert, kann man sowas gerne mal irgendwann machen. Das ist eine schöne Idee. Vielen Dank, Michael. Das nehmen wir mal mit, Fabian, diese Idee mit einem Workshop. Sicherlich jetzt nicht nur vor dem Sommer. So kurzfristig kriegen wir das nicht hin und dann ist natürlich Wahlkampf und Landtagswahl bei uns angesagt. Aber für danach und vielleicht auch in Kooperation mit GRIPS, unserer kommunalpolitischen Vereinigung von den Grünen, wo die KommunalpolitikerInnen, Gemeinderäte, Stadträte, Kreisräte Mitglied sind und Fortbildungsangebote bekommen. Da wäre das zum Beispiel ein gutes Format, das man in Kooperation machen könnte, für all diejenigen, die es ernsthaft konkret sich da einarbeiten wollen, mal einen Workshop Halbtag oder Tag zu machen. Sehr schön, genau, vielleicht da kommen wir gerne drauf zurück. So, das wäre es für heute gewesen. Ich sage nochmal vielen herzlichen Dank, Michael, auch für die Präsentation und für die Beantwortung der vielen, vielen Fragen. Danke dir, Fabian, auch fürs Organisieren und für alles. Und der letzte Ausblick noch auf das nächste Webinar. Nach dem Webinar ist vor dem Webinar am 22. Mai, da werde ausnahmsweise ich reden, sehr ungewöhnlich in unserem Webinarformat, habe ich eigentlich immer fachkundige Gäste wie du heute, da werde ausnahmsweise ich selber reden. Das ist auch kein Fraktionswebinar dann wie diesmal, sondern eins, das ich als Abgeordneter und Parteimitglied selber mache. Denn es ist ein Stück weit Parteiarbeit sozusagen. Ich werde das Landtagswahlprogramm, den Mobilitätsteil vorstellen im Landtagswahlprogramm und einfach Rede und Antwort stehen, was das bedeutet, wie wir das bewerben wollen, was das im Wahlkampf heißt und was es fachlich dazu an Austausch gibt. Also das ist am 22. Mai am Abend. Ich vermute, wir machen es wieder um 18 Uhr. Das hat sich ganz gut bewährt. Müssen wir auch nur festlegen und wir werden wieder auf den üblichen Kanälen dafür werben. Vielleicht sieht man sich wieder. Gut, sich sehen ist in dem Format ein bisschen schwierig, weil nur das Auditorium uns sieht und leider nicht umgekehrt, aber das ist auf der Plattform halt so der Fall. Vielleicht machen wir das dann auch, da das diskursiver noch sein wird, vielleicht auch auf Zoom mal schauen. Würde mich freuen, wenn man sich da sieht. Nur für heute einen schönen Abend. Nochmal danke an alle, danke auch an die Teilnehmenden und die vielen guten Fragen und bis ein andermal. Servus beieinander. Servus, schönen Abend.